Oh, da vorne ist er. Da vorne. Nee, da Security. Da Security. Da. So, liebe Leute, wir sind bei einem Lost Place angekommen. Das ist der heutige erste Lost Place, weil da hinten war ein Bordell, da wollte er rein, wie in jedes Bordell, aber da war zu, da kamen wir nicht rein. Jetzt, also kein Gogo Bordello. Kein Gogo Bordello heute, aber wir haben was ganz Besonderes mitgebracht für euch heute. Und zwar ein Haus, und dieses Haus ist nicht, wie ihr denkt, hier wo wir stehen, sondern ihr steht quasi drüben vor dem Haus. Das heißt, ihr seht es noch nicht, wir sehen es schon. Viel Spaß bei diesem Lost Place. Mysterious bleiben, und hier ist der Dings hier vorne. Ich mach euch zu. Also, was ist dein Resümee? Komm hier nicht rüber. Und was ist deine neue Lieblingsleibspeise? Sesamringe. Sesamringe ist geil, ne? Und die magst du gerne, ne? Ich möchte, dass du jetzt hier so einen Sesamring reinschneidest. Ja, okay. Warte, ich mach noch ein bisschen dunkler. Okay, gut, also wir sind jetzt hier beim Lost Place, wir stehen hier, da unten ist die Straße, also eigentlich mega riskant. Hier kommen wir nicht rein, also zumindest ist dieses Tor hier zu. Hier die ganzen Fenstertüren sind auch zu, aufbrechen wollen wir nichts. Das heißt, entweder wir, ja, weiß ich auch nicht, was machen wir? Anderer Lost Place. Anderer Lost Place, okay. Also, Planänderung. Wir finden kein Lost Place, deswegen gehen wir jetzt hier in das Basen Outlet Center, weil wir so frustriert sind. Und kaufen Kekse. Und kaufen jede Menge Kekse. Kaufen 10.000 Packungen Kekse. Also, bleibt mir serious und esst viel Kekse für euren dicken Girl hier. So, wir sind jetzt im Outlet Center, im Basen Outlet Center. Moment, guckt euch das an, wie viel Scheiße ist hier. Was hast du hier gefunden? Ich habe gerade Powerriegel gefunden und überlege, ob ich ins Land hier mich reinlasse. Aber mal gucken. Ich kaufe hier wirklich irgendeine Kleinigkeit. Hier, das für dich. Das ist Biene Nacho, ist das. Biene Nacho. Gibt es hier nicht immer so Angebote, von wegen kauf 20 Verpackungen für den Preis von einer oder so? Ja, klar, das gibt es immer. Und dann müssen wir uns vorne mal. Die sind für Lisa, die Dinge. Ja, du bist ja auch schon wieder gut am Messen, hast du ja gesagt, ne? Am Messen? Du hast gesagt, ne, die hat schon zugenommen, findest du richtig gut. Hast du gesagt? Lisa, falls du das Lisa, siehst, und Lisa das denkt, Video sein. Lisa denkt sowieso schon, ich bin Fieder, Alter. Ja, wisst ihr auch. Ja, na klar. Also die Sache ist ja folgende, im letzten Video, guckt euch das Video an, habe ich ja gesagt, dass ich wegen Securities und so nie Probleme habe auf Lost Place, weil er dicker ist und sie kriegen ihn eh und mich kriegen sie dann nicht. Guckt mal, was er sich gekauft hat für zum Trinken jetzt hier im Auto. Das gab es leider nicht gekühlt, das hätte ich mir das direkt gekühlt. So, und er trinkt jetzt diesen Sirup, trinkt er jetzt so. Alter, ich glaub's nicht, ey. Also wir sind hier jetzt gerade angekommen. Weil der Rest hat nicht funktioniert, leider. Und wir gehen jetzt hier für euch gleich. Wir gehen jetzt für euch rein gleich in das Schwimmbad hier. Warum gehst du denn auf die Schwimmbad? Weil ich die Kamera, glaube ich, nicht hoch genug aufgestellt habe. Und jetzt gehen wir hier quasi rein. Da vorne ist ein ganz süßer Hund, der guckt mich an, der hat richtig Lust, dass er mit uns spielt. Weil ich auch schon auf allen Vieren bin. Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. So, wir gehen rein. Wir sind jetzt auf dem Gelände angekommen. Ist natürlich auch wieder nicht ganz ungefährlich. Weil hier überall schon abgesperrt ist. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich frag mich ja immer, boah, hier stinkt es richtig doll. Boah, hier riecht es richtig extrem, Alter. Ich frag mich auch immer, wer sich die Mühe macht und diese Bänke dahin stellt. So. Die müssen doch übelst viel wiegen, oder nicht? Na, das verstehe ich auch nicht. Ey, geh weg. Die haben doch so Betonfüße, oder nicht? So wie
So wie Verbrecher, die versenkt werden. Die alte Rutsche eigentlich mega geil. Ja. Ich gehe jetzt da mal hoch kurz. Ja, rutschen wäre geil, da ist ja nicht mal Wasser drin. Ey, das ist ganz schön tief, ne? Ganz runter. Ja, hier ist kein Wasser drin. Scheiße. War schon nicht schlecht, ey. Na, da vorne ist noch so eine Erhöhung, so eine Terrasse oben drauf da. Wir gucken jetzt mal nochmal, ob wir da hochkommen, würde ich sagen. Und sonst war es das. Wir einbrechen wollen wir ja nicht. Also nicht durchs Dach und aber auch nicht ins Gebäude. Wir wollen ja nichts kaputt machen, ne? Ja. Hier, was hier alles drin liegt, guck mal. Strom, so ein Stromkasten. So eine alte Wippe für ein Baby. Ein Babywippe, ein Babykinderwagen. Also ein Babywagen, also nicht. Babykinderwagen. Guck, sogar hier haben sie zugemacht. Ja, dass man da nicht. So ein Ding reingebastelt, dass man das nicht hochkriegt. Ne? Ja. Ja, die haben alles zugemacht. Ja, das heißt, wir hauen jetzt wieder ab. Im Prinzip. Da vorne ist er. Da vorne. Nee, da ist Security. Oh nein. Da ist Security. Oh. Ich hab keinen Bock auf Nasenlöcher, sagt. Eine Story. Ich bin als Kind so neunmal im gleichen Hasenloch umgeklickt. Er ist neunmal im gleichen Hasenloch umgeklickt. Ich glaube, fünf mit dem rechten Fuß auf vier. Und wie alt warst du dann? Neun, oder? Neun, zehn, elf. Also er ist mit neun, zehn und elf neunmal, also insgesamt 27 Mal im gleichen Hasenloch hängen geblieben. Das war schon eine richtig krasse Sache, fand ich. Ja, das war schon hart. Also gut. Das ist jetzt die Abmoderation von Schwimmbad. Das ist Koffer. Und wir fahren jetzt noch mal. Fahren wir jetzt noch irgendwo hin? Jo. Ja, wir fahren jetzt nur eine Sache ab. Ja. Und wenn das nichts ist, fahren wir nach Hause, weil es wird immer später. Morgen muss wieder gearbeitet werden. Und die Security ist uns quasi auf der Spur, weil wir haben beim ersten Lost Place, wo wir vorhin in der Zelle waren, dort hat uns Security gesehen. Und da sind wir ganz schnell geflüchtet. Und die sind mit dem Fahrrad hinterher, die sind immer noch auf unseren Fersen quasi. Wir sind aber in der Zeit 300 Kilometer gefahren. Die kommen langsam irgendwann hier auch an, in ein paar Stunden. Mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad, genau. Vielleicht haben sie auch inzwischen auf ein Pferd gewechselt, wer weiß das. Ja, kann sein. Aber auf ein schnelles Pferd. Ja. Und auf welches? Amadeus oder Sabrina? Pegasus. Pegasus. Okay. Pekanus. Sleipnir. Pekanus und Sleipnir mit acht Beinen, Alter. Der Koffer sagt, wir fahren jetzt zum alten Kieswerk, ein Lost Place. Und auf einmal fahren wir hier in irgendeine Wohnsiedlung und dann sage ich so, ja, das Kieswerk ist hier irgendwo im Wald. Dann sagt er, nee, Bruder, das ist ein Wohngebiet. Und beide denken sich so, hä, das kann ja gar nicht im Wohngebiet sein. Und jetzt wissen wir nicht, wo wir gerade hinfahren. Wir fahren irgendein Lost Place hier mitten im Wohngebiet und wir haben keine Ahnung, was jetzt passiert. Er soll hier reinfahren. Wir sitzen hier, guck mal, wir sitzen hier in der Walachei. Es ist kein Mensch hier. Und wir dürfen hier eigentlich auch nicht reinfahren, weil hier ist Naturschutzgebiet, so. Alles. Es ist niemand hier so. Und er kommt von vorne, dreht um, stellt sich hinter uns, steigt aus und trinkt Kaffee so. Warum? Let's Urbex, bist du das, Stefan? Kaffee! Kaffee!
So, also das Kiesgelände, da haben wir jetzt gerade geguckt, da sind überall Schilder von der Firma, überall Überwachung, also Schilder, Überwachungskameras, Betreten verboten, Befahren verboten, alles verboten.